Pflegeheime sind auch in Hamburg ein immer beliebteres Renditeobjekt für internationale Konzerne und Private Equity Investoren. Hohe Rendite werden von Private Equity Investoren auch nach dem Prinzip erwirtschaftet, kaufen auf Effizienz trimmen und dann mit hohem Gewinn weiterverkaufen. Sehr oft zulasten der Pflegequalität, Personalausstattung und den Arbeitsbedingungen. Unsere große Anfrage zeigt auf, dass in Hamburg bei überregional aufgestellten Pflegeheimketten deutlich mehr Mängel und Beschwerden festgestellt werden als im Verhältnis zu gemeinnützigen Einrichtungen. Mängel im Hinblick auf Behandlungs- und Körperpflege sind klare Hinweise auf Qualitätsdefizite in der Pflege, und das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Es muss endlich unterbunden werden, dass zu Gewinnzwecken am falschen Ende gespart wird und die Pflegebedürftigen am Ende die Leidtragenden sind. Und deshalb sagen wir, das Geschäft mit der Pflege muss endlich beendet werden.